Herzlich willkommen zu unserer Serie Endlich schmerzfrei bewegen. In der heutigen Folge wollen wir uns den Beschwerden im Bereich der Achillessehne widmen. Und wir werden überrascht sein, dass oftmals die Ursache dieses Problems ganz woanders liegt, nämlich im Bereich des Übergangs zwischen Wirbelsäule und Becken. In der Folge geben wir euch ein paar Selbsttests mit und dann natürlich auch, wie immer, die richtigen Übungen, wie ihr euch endlich wieder schmerzfrei bewegen könnt. Beim Selbsttest für die Sprunggelenksbeweglichkeit starten wir im halbknienden Stand. Das heißt, Nico hat den linken Fuß vorne, etwa 10 cm entfernt von der Wand. Und die Gegenseite ist Hüfte direkt oberhalb vom Kniegelenk. Wir sollten jetzt in der Lage sein, die Kniescheibe vom vorderen Bein an die Wand heranzuführen. Um nachhaltig die Spannung im Bereich der Achillessehne zu reduzieren, starten wir mit der Selbstmassage im Bereich der Wadenmuskulatur. Wir haben die Blackroll genau im Bereich der Mitte der Wadenmuskulatur und fangen dann an, langsam hoch und runter zu massieren. Und ihr könnt selber für euch entscheiden, wie viel Druck ihr aushaltet. Entweder macht ihr das sitzend oder so wie der Nico abgestützt. Und wenn wir vielleicht sogar noch den Druck erhöhen wollen auf der Partie, das andere Bein einfach überschlagen und dann nochmal mit mehr Druck hoch und runter rollen. Wichtig ist dabei, dass ihr den Fuß komplett nach innen und nach außen rotiert, damit alle Muskelgruppen der Wadenmuskulatur mitmassiert werden. Bei der Mobilisationsübung für das Sprunggelenk im halbknienden Stand machen wir das gleiche wie zuvor beim Test. Wir bringen nach und nach das Knie immer wieder zur Wand, aber variieren dabei die Position der Kniescheibe. Das heißt, wir drehen das Knie ein bisschen nach innen und ein bisschen nach außen und mit weichen, rhythmischen, federnden Bewegungen mobilisieren wir nach und nach das Sprunggelenk. Die Grundvoraussetzung für ein bewegliches Sprunggelenk und somit auch eine schmerzfreie Achillesferse ist eine weiche und flexible Fußsohle, die sogenannte Plantarfaszie. Die wollen wir jetzt am Anfang einmal durchmobilisieren und durchmassieren, indem wir langsam mit der Blackroll Mini mit mäßigem Druck vor- und zurückrollen. Und nachdem wir das ein paar Mal gemacht haben, können wir dann auch in die Mobilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks einsteigen, indem wir in eine leichte Schrittstellung gehen. Die Ferse ist im Boden verankert. Der Vorfuß, da wo der Mittelfuß in den Zehenbereich mündet, hat Auflage auf der Mini Blackroll. Und dann schieben wir langsam bis zum knöchernen Anschlag die Kniescheibe nach vorne. Und achten darauf, dass die Kniescheibe in Richtung zweiter, dritter Zehe zeigt. Dieses weiche, rhythmische, federnde ist die Mobilisierung des oberen Sprunggelenks. Und wenn wir dann noch anfangen, die Kniescheibe nach innen zu rotieren und außen zu rotieren, bekommen wir dann langsam auch Mobilität in das untere Sprunggelenk, was für die Seitkippung und Adaptionsfähigkeit des Fußes eine Rolle spielt. Abschließend dann ruhig noch 4-5 Mal mit mäßigem Druck vor- und zurückrollern und dann wechseln wir die Seite. Wir hoffen, dass wir dir mit unseren Selbsttests und vor allem natürlich auch mit den Übungen weiterhelfen konnten, dass wir den Startschuss gegeben haben für ein schmerzfreies Leben. Wenn du noch mehr Übungen suchen solltest, findest du die in unserem Buch Funktionelles Faszientraining mit der Blackroll und auf der eingeblendeten Website. Viel Spaß und viel Freude beim endlich schmerzfrei bewegen.